Gut, hatte gesagt, als zweites möchte ich, zweiter großer Block des Vortrags, jetzt darauf zu sprechen kommen, zum Überblick, was haben wir eigentlich in der Forschung, wer macht was. Kann man also schon sagen, international wird das Thema für wichtig gehalten, man investiert. Aber wichtig ist natürlich vor allen Dingen dann, wenn es auch Arbeitsplätze schafft, wenn es neue Dienstleistungsangebote schafft, wenn es letzten Endes Wohlstand für eine Gesellschaft bringt. Und das hat natürlich auch mit der geschäftlichen Umsetzung zu tun. Da müssen wir uns vielleicht jetzt doch einmal beschäftigen, auch mit den großen drei, mit den großen Unternehmen aus USA und das dann zurückmappen auf das, was eigentlich Deutschland tun kann. Wir haben hier mal so eine Überblicksfolie auch gemacht für Sie, wo man ein bisschen zuordnen kann, wo eigentlich Big Data Nutzen bringen wird. Beginnen wir hier oben links. Und dann sieht man, dass natürlich zunächst einmal Big Data im Kern schon dadurch getrieben wird, dass wir Speicher- und Transporttechnologien haben, die wir vor 5 oder sogar 10 Jahren noch nicht hatten. Das bedeutet zunächst einmal ganz schlicht, wir werfen heute quasi nichts mehr weg oder wir müssen zumindest nichts mehr wegwerfen. Rohdaten bleiben erhalten, müssen nicht mehr gelöscht werden. Wir können im Prinzip unendliche Historien haben. Das funktioniert natürlich auch deshalb gut, ich weiß nicht, ob Sie das zu Hause kennen, auf dem eigenen PC. Immer die nächste Festplatte, die Sie kaufen, zum selben Preis, die ist genauso groß, dass Sie alles Alte speichern können und dann ist noch die Hälfte frei. Und genau nach dem Prinzip läuft das natürlich auch in Unternehmen. Also die Daten der Vergangenheit, die Daten wachsen und die Speicherkapazitäten wachsen so schnell, dass im Prinzip lange Historien an vielen Stellen heute aufbewahrt werden können. Auf der Basis dieser Historien kann man dann eben unterschiedliche Dinge tun. Und da möchte ich Sie auf einen Begriff hinweisen, der auch in den letzten Jahren populär geworden ist, Complex Event Processing oder wir haben es Complex Event Recognition genannt, die Erkennung von Ereignissen in live gegangenen Daten. Das ist also insbesondere dann interessant, wenn Sie nicht nur speichern, sondern wenn Sie auch die Dinge beobachten können, während Sie in das Repositorium reinkommen. Sie beobachten, Sie erkennen, Sie nutzen den Informationsvorsprung. Das wäre es gewesen im Grunde genommen, was wir gebraucht hätten, um vorherzusagen, dass mehr Gangways erforderlich sind am Flugzeug, dass ich das Ereignis erkannt hätte, Streik, relativ frühzeitig und früh hätte reagieren können an dieser Stelle. Und wir haben natürlich dann die höchstwertige Auswertung, die prädiktive Analytik, wo ich wirklich auch über etwas längerfristige Zeiträume Prognosen mache und Simulationen mache. Sodass die beiden Bereiche, in denen letzten Endes unserer Meinung nach technisch orientiert Wert entstehen kann, durch Big Data. Und das Ganze ist natürlich dann auch abzubilden auf Marktbereich, auf Produkte, auf Dienstleistungen. Das haben wir hier in der farbig unterlegten unteren Hälfte dieses Blattes gemacht. Letzten Endes hier, das ist keine Chancen-Risikomatrix, also welche Gefahren drohen durch Big Data, sondern es geht eher darum, nutze ich Big Data, um Chancen zu erkennen oder nutze ich andererseits Big Data, um Risiken zu vermeiden. Das sieht man auch hier. Chancen natürlich im Bereich Produktverbesserungen, daran wird man sofort denken, wenn man viele Daten hat über Produkte, über die Performance dieser Produkte. Chancen auch im Bereich Mitarbeitergewinnung, Produktempfehlung, Marktmonitoring für Verkaufschancen oder auch im Bereich der Industrie, vorausschauende Instandhaltung. Das waren eben genau die Dinge, letzten Endes auch, die in unseren Fokus-Workshops für die unterschiedlichen Branchen genannt worden sind. Ich zeige da gleich auch ein paar detailliertere Statistiken. Wir haben weiter Potenzial im Bereich der Steuerung von Unternehmen und auch im Bereich der Absatzprognose hier bei der prädiktiven Analytik. Und interessanterweise auch eben ein wichtiger Bereich für Big Data ist die Vermeidung von Risiken. Das sieht man hier eben beim Complex Event Recognition, geht es um die Kündigerfrüherkennung, Erkennung von Attacken, Betrugserkennung, ganz groß im Bereich Banking und Finance. Und die langfristige Prognose als prädiktive Analytik wäre dann eben hier die finanzielle Risikoabschätzung. Also das ist so eine kleine Landkarte, die sich ergibt aus den Workshops, aus den Interviews, die wir geführt haben und auch aus der Online-Umfrage, von der ich ja eben auch hier gesprochen hatte. Schauen wir uns dann vielleicht jetzt an, welche Big Data-Driven Enterprises es eigentlich gibt. Und da werden wir natürlich viele bekannte Namen hier sehen und bedauerlicherweise auch viele aus dem Ausland, insbesondere aus den USA. Hier sind wir natürlich nicht überrascht, gehe auch nachher etwas genauer ein auf die großen drei hier. Interessant ist aber eben, dass sich auch in Deutschland durchaus schon was tut. Und Sie werden mir verzeihen, wenn ich vielleicht jetzt hier ein Beispiel zitiere, das ich natürlich auch sehr genau kenne, das ist die Payment AG. Payment AG ist ein kleines, schnell wachsendes Unternehmen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten. Die nutzen unsere Big Data Analyse Technologie, um Betrugserkennung zu machen für große Credit Card und Bankkartenprozessoren.
möglicherweise, nachdem bei welcher Bank Sie sind, wird also schon mit Big Data Technologie von IAS Ihre Transaktionen gescannt und eben verhindert, dass hier Betrug letztendlich ausgeführt wird. Man sieht also, das Ganze beginnt auch hier, aber Wert wird eben dadurch geschaffen, dass sozusagen neue Anwendungsmodelle passieren, dass in Bereichen angewendet wird, wo eben auch die Unternehmen in Deutschland sitzen, die Unternehmen stark sind. Wir schauen uns trotzdem jetzt einmal die amerikanischen Unternehmen an, denn auch wenn es sinnvoll ist, diese Unternehmen nicht einfach zu kopieren und zu versuchen, das nächste Google zu werden, gibt es doch was zu lernen. Und if you can beat them, join them, ist ganz gut und bedeutet hier, dass wir uns mal ansehen, warum sind die eigentlich gut und was können wir daraus machen für Deutschland. Amazon kennen wir natürlich alle. Wahrscheinlich läuft eine ganze Menge unseres Weihnachtsshoppings jetzt demnächst genau über diese Plattform. Ja, warum eigentlich? Ne? Die Amazon-Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben hoch verfügbar ist, dass sie leistungsfähig ist, dass sie ein riesiges Produktangebot hat. Hier haben wir mal ein paar Zahlen recherchiert letzten Endes, was hier passiert. Und das ist das, was sozusagen die Gegenwart von Amazon ist. Was aber wenig bekannt ist, zumindest bei denen, die sich intensiv mit der Big Data beschaffen, ist, dass Amazon auch schon einer der größten Anbieter von Rechenleistungen weltweit ist. Wir sehen das also hier, 445.000 verfügbare Server, 68 Millionen Kunden, 1 Petabyte mietbarer Speicher, die Datenbank HANA von SAP für ungefähr $1 pro Stunde letzten Endes zu mieten. Man sieht eben hier, dass von dem gesamten Umsatz 48 Milliarden US-Dollar schon 2 Milliarden Dollar in diesem Bereich letzten Endes erzielt werden. Ja, das heißt, Amazon hat das, was es eigentlich gelernt hat in bestimmten Anwendungen, jetzt kapitalisiert, indem es diese Technologie auch separat vermarktet. Facebook natürlich, der zweite absolut Big Data getriebene Anwender, muss man so sagen. Facebook ist dadurch spannend geworden, typischer externer Effekt, dass die Plattform groß ist. Ja, unsere Kinder waren zunächst natürlich alle auf SchülerVZ, aber ist natürlich keiner mehr, weil SchülerVZ sich so rapide gelehrt hat, dass man jetzt natürlich auf Facebook sein muss. Und warum funktioniert das? Weil man eben dort zumindest die Basistechnologien von Big Data im Griff hat. Hier nochmal die absolut beeindruckenden Zahlen, das muss man schon sagen, über 1 Milliarde aktiver Nutzer, 2,5 Milliarden Inhalte, 300 Millionen Fotos pro Tag. Und auch dieses eben ist letzten Endes ein Big Data Geschäftsmodell, das ich auf der Basis von vielen, vielen Daten diese Verknüpfungen anbieten kann. Ja, last but certainly not least, klar, Google. Ja, da hatten wir das eben gehört. Die Weise ist vermutlich von Europa war, nicht zu versuchen, mit Quero Google zu kopieren. Wenn man sieht, was passiert ist, seit das Tezos-Programm und Quero am Anfang diskutiert worden sind, dann sieht man, dass das Wachstum von Google sehr, sehr stark war. Wir haben letzten Endes hier einen Vorsprung durch 1 Million Server, 1 Million Suchanfragen pro Tag, der in der Tat für ein anderes Unternehmen sehr, sehr schwer aufholbar wäre. Gerade in Deutschland ist der Marktanteil ja sehr, sehr hoch. Auch hier natürlich Analytics dahinter. Viele der Schlüsseltechnologien, die Google einsetzt, und wir kennen natürlich die Kollegen auch, die diese Algorithmen entwickeln, haben zu tun mit dem Werbemodell, das dahinter ist. Ja, diese Bid-Algorithmen, letzten Endes, die verwendet werden können, um Werbung zu schalten, die sind es ja letzten Endes, die Revenue, die Einkommen erzeugen. Und das ist natürlich Big Data Analytics an dieser Stelle. So, jetzt hatte ich Ihnen ja gesagt, wir wollen uns diese Unternehmen nicht nur ansehen, weil es mal schön ist, wieder Google, Amazon und Facebook anzuschauen, sondern wir das lernen wollen. Und wir haben versucht, einmal herauszudestillieren aus unserer Sicht, was eigentlich die Schlüsseldinge sind für diese drei Unternehmen. Was man eigentlich sehen kann an dieser Erfolgsgeschichte. Aus unserer Sicht sind die Unternehmen so nicht kopierbar. Klammer auf, wobei ich durchaus denke, dass der ein oder andere deutsche Retailer mehr machen könnte, um zu werden wie Google. Klammer zu, da ist der Zug aus meiner Sicht überhaupt noch gar nicht abgefahren. Dennoch konzentrieren wir uns hier erst einmal auf die Schlussfolgerung. Also die erste aus meiner Sicht ist Fokussierung auf Effizienz durch Big Data. Was Amazon da macht, diese beeindruckend effiziente Abwicklung dieser Handelsplattform, die letztendlich immer noch den Löwenumsatz ausmacht, das können deutsche Unternehmen auch, aber eben natürlich nicht im Markt von Amazon, sondern in ihren eigenen Märkten. Und dann werden sie genauso stark sein, weltweit, wie Amazon in seinem Bereich jetzt stark geworden ist. Facebook. Was ist eigentlich das, was Facebook interessant macht? Natürlich die vielen Likes, die vielen Freunde, aber es ist letztendlich die Personalisierung. Wenn Sie draufgehen auf die Plattform, ich nutze nicht so intensiv, aber Jungs, die tun das halt,
wenn man dann sieht, was da alles kommt. Das ist eine persönliche Plattform. Ich bin einer von einer Milliarde, aber gefühlt von der Anmutung her, wenn ich ein absolutes Individuum habe, personalisierte Dienste an dieser Stelle. Also natürlich Big Data Technologien, auch das etwas natürlich, was man auch in Deutschland umsetzen kann. Personalisierte Produkte letzten Endes auf der Basis von sehr, sehr vielen Daten. Und letzten Endes Google natürlich, wir sind da sehr nah an dem, was auch Thesos gemacht hat. Google zieht ja einige von den Dingen jetzt auch nach, die wir bei Thesos pioniermäßig entwickelt haben. Stichwort Knowledge Graph und solche Dinge. Das ist natürlich die Frage Intelligenz durch Big Data. Ja, Google ist sowieso nicht kopierbar, aber wie Thesos ja auch gezeigt hat, Intelligenz aus vielen Daten ist durchaus nicht nur kopierbar, sondern ist ein Thema, bei dem wir in Deutschland sogar traditionell sehr, sehr stark sind, also im Forschungsgebiet künstliche Intelligenz. Also dies drei Merkpunkte, die wir vielleicht mal mitnehmen können in den Rest des Vortrags, die wir eben auch wiedersehen werden bei der Studie letzten Endes. Wir haben uns nämlich dann Big Data Use Cases angeschaut. Also wir sind nicht stehen geblieben, natürlich bei Facebook, Amazon und Google, sondern wir haben international recherchiert, was gibt es eigentlich für Use Cases im Bereich Big Data. Die Auswahlkriterien, die wir hatten, waren natürlich Verarbeitung von umfangreichen, veränderlichen Datenmengen. Wir haben verlangt, dass es auch analytische Fragestellungen geben möge und wir wollten insgesamt natürlich möglichst viele verschiedene Branchen und Unternehmensbereiche abdecken. Unsere Studie ergänzt dadurch mit diesen Use Cases eben auch das, was wir im Bitkom ja auch gemeinsam gemacht haben. Da haben wir auch einen zweiten Guide herausgegeben, wo eben von den beteiligten Unternehmen Anwendungsfälle sind. Hier sind eben insbesondere mit internationalem Fokus noch weitere hinzugekommen, aus denen wir hier unsere Schlussfolgerungen ziehen. Hier sieht man einfach mal, wie die Anwendungsbereiche für Big Data Anwendungen sind. Und da sehen wir schon sehr, sehr klar, dass das eben auch viel mit Deutschland zu tun hat, dass keineswegs nur dort, wo amerikanische Unternehmen stark sind, Big Data eine Rolle spielt. Ich meine, hier sieht man durchaus die Dinge, die man auch erwarten würde an dieser Stelle, nicht wahr, dass also Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung eine wichtige Rolle spielt, beispielsweise im Handel. Man sieht aber eben auch, und das ist vielleicht eben eine ganz wichtige Schlussfolgerung, dass bereits jetzt, wenn man den aktuellen Zustand recherchiert, Big Data im Bereich Produktion, technisch und IT-Services in der Industrie eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt hier. Auch wenig überraschend, ich meine, dass Studien sind ja auch manchmal schön, wenn sie die eigenen Vorurteile und Erwartungen bestätigen, dass wir gerade im Bereich Banken und Versicherungen einen sehr starken Fokus haben, eben auf Controlling und Compliance, wobei ich durchaus erwarten würde und auch die Erwartung geäußert wurde, dass das generell natürlich ein Thema für Unternehmen ist. Banken sind hier besonders stark reguliert, aber wenn man durchaus verfolgt, wie andere Unternehmen im Bereich Compliance auch kämpfen müssen, ist das, glaube ich, ein Thema, was durchaus von globalem Interesse ist. Und man natürlich eben hier so allgemeine Themen wie Management, Geschäftsführung, Forschung und Produktentwicklung sieht man eher hier noch weniger zu finden in unserer Umfrage. Auch interessant, sich anzuschauen, wenn man die ganzen Dinge anschaut, die Use Cases hier, die Zahl der Anwendungsfälle, wie man die zuordnen kann auf die Ziele, die in den unterschiedlichen Branchen und Wirtschaftsbereichen verfolgt werden mit Big Data. Und da sieht man eben relativ klar, dass zum Beispiel das Einsparung von Kosten und Steigerung der Umsätze einfach die häufigsten Ziele sind, die wir mit Big Data finden. Und das war ja auch genau diese Dualität, die ich gefördert hatte. Einerseits versucht man effizienter zu werden, andererseits versucht man letzten Endes auch neues Geschäft hier zu machen. Wir sehen auch den Bereich Compliance hier wieder, insbesondere natürlich bei Banken und Versicherungen. Wir sehen dann eben auch wieder, dass der Bereich Industrie, in dem Deutschland ja stark ist, auch Handel, sehr starke Branche in Deutschland, dass das auch wieder bei all diesen Anwendungsthemen eine Rolle spielt, also sich sehr schön anschließt an das, was wir in Deutschland eben einfach tun. Und da sieht man eben sehr klar, wir haben unter den 50 allein schon drei Fälle gefunden, wo eben bereits jetzt berichtet wird, dass Produkt- und Servicequalität durch Big Data gesteigert werden konnten. Vielleicht noch eine abschließende Auswertung hier, die Schwerpunkte der Aufgaben, an die man eben rangeht mit Big Data. Und da sieht man eben auch hier wieder,
dass sich das in unterschiedlichen Branchen widerspiegelt. Wir haben einmal diesen Block halt hier, Steuerung, Verkaufschancen, Absatzprognose, Handel, und wir sehen eben auch hier wieder, wie wichtig eigentlich der Bereich Industriefertigung für Big Data ist. Und da ist ganz klar, zum Beispiel vorausschauende Instandhaltung, großes Thema, aber eben interessanterweise auch Marktmonitoring für Verkaufschancen, Produktverbesserung, innovative Produkte an dieser Stelle. Und auch hier spiegelt sich wieder, Banken- und Versicherungssektor sind die ersten, die eben auf diesen Bereich hier eingegangen sind. Man muss eben sagen, wir haben jetzt hier Gesundheitssektor nicht separat ausgewiesen. Das wäre ansonsten auch ein Schwerpunkt hier gewesen, Betrugserkennung und Risikoabschätzung im Gesundheitssektor. Vielleicht auch zum Schluss noch eben eine Unterscheidung. Wir haben uns auch angesehen, wo sind wir eigentlich bezüglich unserer kleinen Technologie-Roadmap. Ich hatte Ihnen das ja so gezeigt, dass wir ein Spektrum haben von Speichern der Daten, Real-Time-Reaction bis zu langfristiger Prognose. Wo machen wir das eigentlich? Welche Bereiche nutzen das wie stark? Und das ist eigentlich ganz interessant. Ja, das interessant war vor allem, dass hier zu sehen war, dass in der Industrie, in der Produktion relativ viele Daten auch laufend gesammelt, gespeichert werden, dass die auch angeschaut werden, aber dass es keine automatisierte Reaktion gibt. Und da ist natürlich eine Menge Potenzial, wenn man in diesen Bereich hineingehen würde, eben die automatisierte Reaktion kurzfristig dann auch zu steigern. Interessant für uns auch zu sehen war, dass im Handel auch international automatisierte Reaktionen durchaus schon häufig sind, also auch kurzfristig. Damit meinen wir eben nicht Online-Handel, wie wir den bei Banken und Versicherungen haben an der Börse, sondern eben durchaus auch Retail. Aber ich denke, das erklärt sich einfach dadurch, dass wir eben auch mittlerweile einen sehr starken Anteil von E-Commerce haben, wo natürlich diese Online-Reaktionen absolut erforderlich sind. Interessant also, dass durchaus schon in den meisten beobachteten Anwendungsfällen wir eigentlich eine sehr kurzfristige, laufende Speicherung und Analyse haben, wesentlich weniger täglicher oder bei Bedarf. Das heißt, wir sind eigentlich schon relativ weit gekommen von dem, was wir vor 10 Jahren gehabt hätten, dass man bei Bedarf mal in die Aktenschränke im Keller geht, zu einer Online-Betrachtung. Also in dieser Hinsicht durchaus aufschlussreich, was die Use Cases hier auch zu Tage gefördert haben.